Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gnadenlos. Immer wieder zeigen wir euch Filme aus der Crank Cookie Kurzfilmtagereihe und heute wollten wir mal hinter die Kulissen blicken. Und Action. Heinrich! I told you there is a pianissimo on the motherfucker, ja? Motherfucker. Ich wollte mich für das Glück. Los, du verdammtes Arschloch! Mach die Kasse auf, los! Schneller! Bei welchen WC-Herstellern ist die Durchflussöffnung besonders groß ausgeführt? Um dich zu beruhigen, sämtliche Toiletten namhafter Hersteller sind bauartgeprüft und müssen den sogenannten Normschiss durchlassen. Nicht so doll, mein Freund. Oh, ist das schön. Ist aus Bangladesch, ne? Danke, Schatz. Die haben auch dauernd irgendwelche Unfälle, oder? Die verlieren ja ständig irgendwelche Arme und so. Hm. Ja, dafür sieht's aber super aus. Guck mal, da ist die Kamera. Justin, wo ist der Hero Man? Da hat das Christkind richtig Geld gespart. Die arbeiten dann nämlich jetzt noch länger für noch viel weniger. Ach, Kinder, bin so herzensgut. Wollen wir mal Danke sagen an die dritte Welt? Nee. Danke an die dritte Welt? Danke, dritte Welt! Zu Gast bei mir im Studio Sabrina und Sarah von den Crank Cookie Kurzfilmtagen. Hallo. 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 Schön, dass ihr da seid. Ihr seid ja bei der Organisation der Crank Cookie Kurzfilmtage 2011 mit dabei. Könnt ihr uns ein bisschen was dazu erzählen? Ja, die Crank Cookie Kurzfilmtage finden dieses Jahr zum 6. Mal statt. 2005 kam Peter Haag auf die Idee, in Passau Kurzfilmtage zu beginnen. Da gab es nämlich noch keine. Und hat dann 2006 zum ersten Mal die Crank Cookie Kurzfilmtage zusammen mit der Uni initiiert. Und bis dieses Jahr hat sich's weiter fortgesetzt. Schön. Und was ist da genau eure Funktion bei dem Ganzen? Also ich bin die Assistentin und das ist unsere Leiterin in Passau. Also ich bin die Leiterin vor Ort in Passau, die Ansprechpartnerin. Bei mir werden die Filme angeschaut und wir sind ein kleines Team, die zusammenarbeiten und ja die Organisation im Voraus gestalten. Genau. Okay, und wie viele habt ihr da in eurem Team? Also ja, es sind so circa 5 bis 10 Leute. Und ja, wir hoffen, dass vielleicht noch welche dazukommen. Vor allem benötigen wir noch Techniker oder technisch versierte Leute, die auch ein bisschen mit anpacken können. Genau. Schön. Und jetzt bei den Kurzfilmen, worum geht's da in erster Linie? Also es gibt konkret 4 Kategorien, in denen dann auch Preise verliehen werden. Die erste ist national. Da gewinnt der Gewinner eine Teilnahme beim Oldenburger Filmfestival und zudem noch 400 Euro und einen kleinen Cookie von uns. Internationalen Preis gibt, das ist ebenfalls ein Preis mit 400 Euro dotiert. International und nationaler Preis werden von einer Jury preisgekrönt. Und dann gibt es noch 2 andere Kategorien, die uns sehr am Herzen liegen. Die Cookies, das sind die ganz
ganz kurzen, die gehen nur 3 Minuten und sind ein Publikumspreis. Also da kann das Publikum entscheiden. Und dann gibt es noch die Scary Shorts, die waren letztes Jahr zum ersten Mal dabei. Da geht es um Thrillers, Horror und ein bisschen skurrile Geschichten. Und die werden auch erst abends ab 11 gezeigt. Okay, und du sagst gerade, es gibt eine Jury. Aus wem setzt sich die zusammen? Also es sind insgesamt 4 Personen und sehr wahrscheinlich wird einer der Gewinner des letzten Jahres dabei sein. Mehr können wir leider nicht verraten. Okay. Und der Cookie-Preis, meintest du, da entscheidet das Publikum. Mhm. Wie läuft es dann ab? Also wie kann man da als Publikum mitentscheiden? Das wird abgestimmt, da wird applaudiert dann. Ja. Genau. Ah, ja. Okay. Mhm. Schön. Und wenn man da jetzt selber mitmachen will, welche Möglichkeiten hat man? Also es gibt die Möglichkeit, bei einer Online-Plattform seinen Film hochzuladen oder man schickt seine Filme direkt an den Organisator, an den Peter Haag, nach Berlin. Und ja, man muss noch ein Formular ausfüllen, aber das findet man dann auch auf unserer Homepage, grandcookie-kurzfilmtage.de. Da stehen die ganzen Teilnahmebedingungen und ja, mitmachen kann eigentlich jeder, der möchte. Also es gibt keine Beschränkung. Okay, und Anmeldeschluss, wann ist der? Genau, Anmeldeschluss ist der 28. Februar. Okay. Und die Kurzfilmtage an sich finden dann vom 25. bis zum 29. Mai statt. Und ja. Ja, super. Ja, wir also, freuen uns auf alle, die mitmachen. Genau, ja. Und okay. Dass viele Leute kommen, darauf freuen wir uns auch. Ja. Sehr schön. Danke, dass ihr da wart. Gerne. Der Student, das unbekannte Wesen. Das mag der ein oder andere Passauer im Lauf der letzten 30 Jahre, in denen die Uni Passau wächst und gedeiht, auch schon gedacht haben. Jetzt konnte man den typischen Studenten einmal genauer kennenlernen. Der Hardcore hat nämlich das Passauer Studentenleben in einer musikalischen Komödie umgesetzt. Am Wochenende führte der Hardcore der Universität Passau sein erstes Musical auf. Uni Passau in 5 Akten sollte den Alltag des Studentenlebens mit all seinen Klischees und Vorurteilen darstellen. Die Geschichte ähnelt einer Seifenoper. Der Geschlechterquote der Uni entsprechend trifft hier nämlich ein Student auf 2 Studentinnen und das Liebeschaos beginnt. Ob spießige Juristin, alternativer Kuwi oder bieder niederbayerische Lehramtlerin, fast alle Studiengänge bekamen in der Komödie von Lisa Huneck ihr Fett ab. BWL und Informatik, das fällt ja schon mal gleich raus. Also braucht man irgendwas Kreatives. Hey, die warten mit Medien und Kommunikation zum Beispiel. Das ist doch der Studiengang mit 8 Semesterwochenstunden. Right. Sprache und Text? Ja. Sprechen, das konnte Paul schon mit 3 und das Schreiben hat er in der Grundschule gelernt. Schon in der Pause war die gute Laune des Publikums deutlich spürbar. Mit Songs von den Beatles, ABBA und Co., aber auch mit selbst komponierten Stücken der Chorleiterin Franziska Bader gelang es den rund 70 Sängern, Musikern und Solisten, die Zuschauer zu erheitern. Die Idee war eigentlich so, dass ich mit einer Freundin mal gesagt habe, Mensch, wir hatten noch nie ein Musical in Passau und das wäre doch eigentlich irgendwie mal ganz lustig und wir konnten uns nicht entscheiden, worüber. Und dann habe ich irgendwie gesagt, naja, so viel Klischee wie in Passau, dann machen wir doch eins über Passau. Und dann war ich in London und habe halt irgendwie immer so eine Idee im Kopf gehabt und in der U-Bahn in London hat man sehr viel Zeit. Und ja, und dann habe ich dann immer mal so ein bisschen was aufgekritzelt, habe das Franzi vorgeschlagen, sie fand es cool und das ist dann so nach und nach entstanden. Ja, einfach so mit einem zwinkernden Auge auf alles nostalgisch zurückschauen, jetzt kurz bevor ich auch fertig bin mit dem Studium. Selten war der Hörsaal 10 des Audimax so voll und selten war der Anlass so erheiternd wie für die rund 400 Besucher am Samstagabend. Das Musical kam bei Passauern und Studenten gleichermaßen gut an. Mir hat super gut gefallen. Also die Performance war gut, die Gesangsleistung war auch war wirklich gut und es war einfach super lustig. Also hat echt Spaß gemacht zuzuschauen. Die Mühe hat sich gelohnt, glaube ich, was die jungen Leute investiert haben. Spitze! Ja, es war ein wunderbares Publikum. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Super geil. Also ich bin völlig baff, dass so viele Leute dort waren. Dass es den Leuten so gut gefallen hat. Also, dass es ihnen gut gefällt, habe ich gedacht. Und dass es ihnen so gut gefällt, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Auch die Schauspieler sind ziemlich zufrieden. Das war geil. Das war echt geil. Ein gelungener Einblick in das Studentenleben, der uns gezeigt hat, dass man Vorurteile und Klischees nicht immer so ernst nehmen sollte, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, es kommt jeder schneller in Niederbayern an, wie man denkt.
selbst die Juristen lernen am Rohen niederbayerische Wert, darum ist das Prosit ist. Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. Eins, zwei, Schufa! Weiter geht's mit unseren Szene-News und im Anschluss gibt es unseren Tipp der Woche. Bereits zum 24. Mal wurde am vergangenen Wochenende das Kneipenfestival in der Passauer Dreiländerhalle veranstaltet. 16 Kneipen aus Passau und Umgebung waren mit an Bord. Rund 8000 Partyanhänger stürmten an den beiden Tagen das Festival. Neben angesagten DJs sorgten am Freitag die Musiker der Partyband Surprise mit aktuellen Chart-Hits und bekannten Partysongs für die richtige Stimmung. Am Samstag stand dann die Band Highlife auf der Bühne und begeisterte das Publikum mit Rock- und Pop-Klassikern. Zum zweiten Mal sucht der Musikförderverein Passau Bands, die sich um den Smokey Joe Award bewerben. Deshalb unser Tipp der Woche: Habt ihr eine klasse Band oder steht als Solokünstler auf der Bühne? Dann bewerbt euch! Einsendeschluss für die Teilnahme an dem Wettbewerb ist der 1. März. Eine gültige Bewerbung muss eine CD oder einen USB-Stick mit 3 Demo-Songs beinhalten. Außerdem muss ein hochauflösendes Digitalfoto und eine prägnante Stilbeschreibung der Musik mitgeschickt werden. Das Ganze geht dann an den Musikförderverein Passau e.V. in der Mühlstraße 10 in 94032 Passau. Gefragt ist übrigens Musik aller Stilrichtungen, auch der Herkunftsort der Band spielt keine Rolle. Aus den Einsendungen werden 9 Bands oder Solomusiker ausgewählt. Sie müssen sich dann an den ersten 3 Samstagen im April auf der Bühne der alten Tabakfabrik in der Passauer Innenstadt der Jury präsentieren. 3 Bands oder Künstler ziehen dann Ende August ins Finale ein und natürlich gibt's für die Besten am Ende auch noch was zu gewinnen. 1000 Euro und eine hochwertige, einzigartige Trophäe aus Glas winken dem ersten Gewinner. Aber auch die Zweit- und Drittplatzierten gehen nicht leer aus. Mehr Infos zum Smokey Joe Award gibt's unter www.tabakfabrik.net. Hier für euch eure Umfrage: Was war für euch gnadenlos gut diese Woche und was war gnadenlos schlecht? Viel Spaß! Gnadenlos gut. Physik habe ich besser abgeschnitten, als ich dachte. Einmal ausschlafen, schönes Frühstück danach. Nichts, leider. Du fandest nichts gnadenlos gut? Diese Woche gut. Ich freue mich aufs Wochenende, weil das wird hoffentlich gnadenlos gut. Gut fand ich, dass die Uni bald zu Ende Semesterferien sind. Schade fand ich, dass keine Champions League war. Gnadenlos schlecht fand ich, dass ich es nicht geschafft habe, pünktlich ins Bett zu gehen diese Woche und deshalb total müde war. Ja, ich hätte fast einen Unfall gebaut. Gnadenlos schlecht, die eisige Kälte in Passau. Gnadenlos gut. Oh Gott, da sollte einem eigentlich eher was einfallen. Gnadenlos gut fand ich, dass ich bei 2 WGs angenommen worden bin, bei denen ich mich vorgestellt habe. Und gut ist, als letztes Wochenende auch. Revolution in Ägypten, gnadenlos gut, dass Bayern gewonnen hat. Freizeit, meine WG.